wunderbaren Tag. Ich bin natürlich euer I Only Love All Asian Ladies Love Giant. Ja, willkommen zurück zu Resident Evil 2 Lien Abzüge in der B-Note. Wir fangen heute an mit dem Second Run. Moment, zuerst muss ich mal schauen, das Costumes, genau. Wer die Oldschool Kostüme eigentlich haben. Ich hoffe mal, dass das... Achso, ja, das wird hier angezeigt. Das ist Alternative, also das passt auf jeden Fall. Wir gehen rein in New Game, Second Run, Play Through the Second Scenario from the Beginning. Und genau das werden wir auch machen. Wir haben Leon S. Kennedy und Claire. Moment, eine Sache wollte ich allerdings noch nachschauen. Die muss man doch irgendwie löschen können, oder nicht? Weil das wird mich ein bisschen kirre machen, wenn ich hier die ganzen... Dinge habe, aber ich glaube, das wird normalerweise angezeigt, ob es A- oder B-Szenario ist oder nicht. Ist eine gute Frage, aber bestimmt kann man die auch irgendwie löschen oder nicht? Entfernen? Nee, Mal schauen, vielleicht letzten Endes muss ich einfach in den Ordner gehen, das kann auch gut sein, aber... Ist Latex, wir machen New Game, Second Run, starten mit Leon S. Kennedy. Und da das Ganze logischerweise jetzt hier Resident Evil 2 Remake Leon B. heißt... Und danach werden wir uns ranmachen an Claire's Story, aber zuallererst natürlich Leon S. Kennedy. After a few days of radio silence from his new post, Leon S. Kennedy drives to Raccoon City to scope things out, unbeknownst to him, a nightmare awaits. Wir werden sehen, ich glaube mal, die Anfangs-Cinematic ist genau die gleiche. Ich denke mal auch, die Szene mit der Tankstelle wird die gleiche sein. Oder wir werden direkt reingeworfen in die Madness. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall hyped, muss ich sagen, weil... Endlich B-Szenario, bin gespannt. In diesem Kontext, Resident Evil 2 Remake, Leon B, Lego. Oh, und wir können auch auswählen aus Assisted Standard oder Hardcore. Wir machen natürlich Standard und ich denke mal, Hardcore werden wir auch noch ausprobieren, weil ich glaube, den A-Szenario komme ich einigermaßen klar. Aber erstmal natürlich Standard.发生了什么事？我不知道，希望警察局的同事们能够告诉我。你是警察？是的，我叫里昂·肯尼迪，你呢？克莱尔·雷德菲尔德。克莱尔，你没事吧？ Okay, es wurden ein paar Sachen rausgenommen, weil man davon ausgeht, dass man eben logischerweise die Claire-Story in unserem Kontext denkt. Finde ich schon mal gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich, wir spielen, wie ihr es schon gemerkt habt, das hätte ich bestimmt vergessen wieder einzustellen. Gut, dass ich das letzte Mal gemacht habe mit chinesischer Sprachausgabe. Die mir schon mal ganz gut gefällt, muss ich sagen. So. Wo starten wir? Investigate the Police Station. Wir starten hier im Pet Cemetery. Alles klar. Was haben wir im Inventory? Lass mal kurz schauen. Nur die Pistole. Alles klar, okay. Gacha Machine. Dann müssen wir eigentlich in dieser Alley starten, oder nicht? Right up my alley? Okay, also die ganze... Ich dachte, dass man jetzt hier nochmal in die Area kommt. Okay, wir merken uns, dass... haben wir eine Map? Ne, noch nicht. Ja, ich weiß. Ah doch, Map haben wir schon. Perfekt. Und hier haben wir eine Chained Door. Also merken wir uns, dass wir hier... Okay, 9-11 Redux. Merken wir uns auf jeden Fall, dass da unten eine Chained Door auch noch ist. Wir kriegen ja Bolt Cutters. Aber die haben wir ja irgendwann discarded. Das heißt, wir kamen hier nicht mehr zurück.
Aber hier in diesem Playthrough eventuell schon. Hello, good sir. Okay. Der ist einfach nur ein bisschen depressiv. Ja, nee, die stehen wieder auf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich hier gleich nochmal zurückkomme, was eventuell... Ah, hier. Ah, ja, okay. Ah, a cutting tool. Guck mal einer an. Wait. Clark. Oh, natürlich stehen die auf. Ja, da kennst du ja aus der Cutscene. Jesus. Natürlich, das haben die Zombies gehört. Ja, gute Idee. Will do. Ja, ja, ist gut. Okay, let's do this. Okay, nice. Sehr gut. Dachte schon, ich hätte hier... Moment, schauen wir mal. Ja, ich glaube, den hätte ich nicht gedodged. Ne, mit den Skills definitiv nicht. So, ja. Das sieht schon besser aus. Okay, dann machen wir mal. Also müssen wir so oder so die Boat Cutters hier benutzen. Dachte schon, dass wir eventuell nochmal hier zurückkommen, aber... Jetzt erinnere ich mich auch wieder an die Cutscene, die wir da hatten. M19! Brauchen wir überhaupt eine andere Waffe außer Matilda? Ah, okay, ja. Das wissen wir. Weiß doch alles. Game, please. So, Bullets. Sehr gut. Courtyard Key. Was haben wir hier? Ah, alles klar. 没想到会在这种情况下穿上制服。<lacht> Offensichtlich, so. Combine, noch kein Green Herb allerdings. Überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen. Ganz schön knausrig. Weder Green Herb noch Healing Spray. Also, oh, hallo. Hier wird man nicht an die Hand genommen. So viel ist sicher. So, ich schau gerade mal, ob ich hier... Nee. Nee, von hier aus komme ich auf jeden Fall nicht in die Police Station. Das heißt, ich muss an dem Kollegen vorbei. Das heißt, ich muss ein paar Bullets hier einsetzen. Beeindruckend. Definitiv. Oh, das war Matilda, ne? Ja. Okay, dann... Da haben wir nur begrenzt viel Ammo. Das scheint hier Enhanced Ammo quasi zu sein. Also die bessere Pistole. So eine Art Magnum. Okay, ich habe eine Grenade. Das könnte ein Double Whammy werden. Wenn ich Glück hab. Oh, boom! Yeah, okay, hat noch einen erwischt, aber immerhin. Ich schreie ein wenig nach Realismus. Ein Glück. Ein Glück. Ja, komm. Die brauchen zwar ein bisschen, aber ich gehe erstmal in hier rein. Das sieht nämlich ganz okay aus hier. Nicht wirklich komplett gut aufgeräumt, aber immerhin. Ah! Der Kollege, der ein bisschen was in seinem Inneren verloren hat. Ah. Back in the dome piece. Unnötig wahrscheinlich, aber egal. Scrap of paper. Ah, okay, wir müssen noch erstmal die ganzen... Ah, okay, die ganzen Pamphlete finden, damit wir hier überhaupt die Statue dann bedienen können anscheinend. Kriegen also nicht das Buch von Marvin. Oh, ja, wollte gerade sagen, er lebt auf jeden Fall noch.
Ja, Kollege. Sehr schön, Combat Knife. Ja, ich weiß. Ich will. Na, nimmst du das? So. Fuses sind ebenfalls schon drin. Mein Gott, Claire hier. Hat ja auch nicht vorgearbeitet für uns. Okay, wir brauchen Boards. Hier waren Shotgun Shells im Original. Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay, Blue Herb. Why not? Ah, ja. Bin ich ein bisschen mehr Inventory Space gewohnt. Aber ist ja kein Problem. Das kann weg, das Ding. Ich weiß, Game. Musst du mir nicht alles erklären? Ich weiß schon, was ich tue. Zumindest manchmal. Und so wie es aussieht übrigens, wenn ich das hier mit dem hier kombiniere, gehe ich davon aus, dass LL Cool J mit seinem Mixtape, sein Album Radio gerade rausgebracht hat. Aber nee, es war ja schon vor 1900 Dingens. Vergessen, wann das Game rauskam. Electrical Part. Also müssen wir das doch noch irgendwo einlöten. Nein, hier. Wunderbar. Dass mein Lichtschalter in einem Horrorgame funktioniert, kommt auch nicht oft vor. High Grade kann. Mhm. Alles wird gut. Gunpowder. Electrical Part ist auf jeden Fall ein Key-Item. Das behalte ich im Inventory. Ist das, ja, das ist 9mm Ammo. Also alles gut. Okay. Wieso ist das Knife schon einmal eingesetzt worden? Naja. Wollen wir uns mal nicht zu sehr beschweren? Ne? Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und solange hier keine Zombies sind, ist alles recht. Jawohl. Ich würde sagen, kannst du mal deine Flashlight rausholen, die wäre gerade immens von Vorteil. Was ist diese Area? Es könnte sein, dass wir hier für den Spade Key brauchen, um hier hinzukommen. Deswegen haben wir diese Area noch nie gesehen. Aber es ist cool, ist genau wie im Original Resident Evil eben, dass man eben auch so im B-Szenario teilweise Orte sieht, die man eben im A-Szenario... Ja, man könnte sie betreten. Okay, also es ist doch nochmal komplett anders. Weil hier fehlt ja komplett, ich glaube, entweder der Spade oder der Club Key, glaube ich, war es, in den A-Szenarien, in beiden A-Szenarien. Das heißt, die werden wir dann hier anscheinend betreten dürfen. Leichter Waste des Messers, glaube ich. Die werden alle wahrscheinlich aufstehen. Hm. Hi, Ed. Get knifed. Ja. Okay, war mir klar. Gibst du auf? Nee? Okay. Könnte nochmal aufstehen, aber fürs Erste sind wir safe. K for the way, my DJ cutten. Other MCs, they ain't saying nothing. Haben wir ein Board hier? Lalalam, sieht nicht so aus. Erstmal weg damit. Dann kommen wir hier auch weiter. Ah, das macht mich randösig, der Zombie da hinten. Kein Board? Really? What the fuck? Flashgranate ist schon mal gar nicht schlecht. Aber es sind zu viele Items und zu wenig Space in meinem Inventory gerade. Oder? Gott, dieses Rödeln da an der fucking... an der fucking... am fucking Fenster. Damn it! Oh, Jesus! Der war doch näher, als ich dachte. Eat it! And ner... What? Hä? Wieso? War das ein Blindgänger? Wir haben ihm doch eine Flashbang verabreicht. Warum ging ihm nicht los? Nicht hoch? Le. Lass mal sehen, was wir hier noch da haben. Wir haben nur die Hand, die Valve und die... und High-Grade Gunpowder. Hier rumliegen. Lala! Malnourish this bitch. Sehr gut. Okay, Messer ist... haben wir schon... komplett verbraucht. Ah, der ist hier durch. Ah, ja, schon.
haben wir ja vorher noch mitbekommen. Ne? Ey, der hat mehrere Slices mit dem Messer abbekommen, zwei Kugeln in Dötz und ist immer noch am rumkrauchen hier. Was soll denn das? Naja, wir bleiben ein bisschen fit. Wir halten uns ein bisschen fit. Das passt. Moment. Gut. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Was für... Moment. Da will ich aber mal nachhaken jetzt, was wir hier für... Welche haben wir gerade equipped? Genau, das war die 4 Schuss. Was wir gerade noch brauchen. 9mm Polymer Frame Handgun. Non-standard issue gun with problems that make it impractical for the general public. Matilda. 7 shot, .45 ACP rounds. Das klingt kräftiger als die 9mm irgendwie. Merkwürdig. Hm. Matilda eventuell der Starplayer. Oder Starplayerin. Das habe ich gehört. Got him. So, nehmen wir uns, was war's? Ne, Gunpowder haben wir mitgenommen. Ich glaube, hier drinnen haben wir noch ein paar Sachen gehabt. Naja, der obligatorische Zombie, der hier uns hier nicht passieren lässt. Oh, okay. Nicht passieren lässt. Ach, das Messer haben wir eingesetzt gegen ihn. Nicht die, das macht Sinn. Nicht die, Flashbang, wie ich dachte. Okay, nehmen alles zurück. Ist alles cool. Haben wir hier alles mitgenommen? Nope. Eventuell hier auf dem Tisch. Oder auch nicht. Ah, hier. Ja. Thanks. Thanks for the bullets. I'm gone. Ein Electrical Part haben wir. Und mehr brauchen wir auch nicht. Alles klar. Marvin, I'm home.